Servus, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Der Grund dieses Videos ist, mit meiner Honda Africa Twin CF 1100L Adventure Sports mit DCT und elektronischem Fahrwerk habe ich die 30.000 Kilometer absolviert, sagt man so, oder? Und da möchte ich ein wenig ein Fazit ziehen. Bei mir war es so, dass ich die Africa Twin direkt vom Prospekt raus gekauft habe. Viele von euch werden sagen, das geht gar nicht. Ich bin genau eurer Meinung. Aber es hat funktioniert. Ich habe mit Probe gesessen. Ja. Hab das empfunden, dass mir das gut tut. Ja. Fühle mich da wirklich wohl. Was leibend ist bei der Africa Twin, meine normale Position ist, dass ich eben eher vorne am Tank sitze. Ja. Da bin ich sehr aktiv. Und was mir wirklich gefällt, ich kann auch zurückrutschen. Da kann man eigentlich die Position am Motorrad ändern, wenn man mehrere hundert Kilometer fährt am Stück, ist es von Vorteil, wenn man die Position etwas verändern kann. Wer meine Videos kennt, der weiß auch, dass ich gerne im Stehen fahre. Einfach ein praktischer Grund, weil mit meiner Hauptkamera am Kinn bin ich gerne im Stehen gefahren und habe so die Perspektive verändern können. Und ich fühle mich voll wohl. Also nur einmal, ich bin 1,85 Meter groß, habe keine Lenkerhöhung, nichts. Ja, die Stützbetze wieder drauf, damit man nicht rutscht. Und ich fühle mich so wohl im Stehen fahren. Ich werde älter, brauche nicht mehr so viel im Stehen fahren, vor lieber mehr im Sitzen. Also wie gesagt, die Ergonomie für meine 1,85 Meter ist ideal. Ich komme schön mit beiden, ich habe es eingestellt auf die hohe Sitzhöhe, auf 850 mm. Und ich komme wirklich mit der Ferse auf beiden Seiten am Boden. Der schlanke Schrittbogen, der im Übrigen die Sitzbank um 4 cm schmäler ist wie beim 1000er Modell. Also hat Honda wirklich Innovation bewiesen und das ja, für die breite Öffentlichkeit zugänglicher gemacht. Soll man mit den Kritikpunkten schon ein wenig anfangen? Freilich, das gehört dazu. Ein Kritikpunkt. Okay, ein wirklicher Kritikpunkt ist, und das ist Honda unwürdig. Jeder spricht von den großen Tasten und vielen Knöpfen und der Dieter da, das ist schon ein wenig, das stört mich gar nicht, weil irgendwann gewöhnt man sich dran. Nur das, die sind nicht beleuchtet. Das sind nicht, wie sagt man so, eine Hintergrundbeleuchtung gibt es nicht. Wenn es finster ist, du findest die Schalter nicht. Und das Schlimmste ist, wenn man wegverwirft, nochmal startet das Motorrad und dann, so blöd es klingt, ich kann nicht einmal einen Gang anlegen, weil es einfach finster ist. Das ist mir schon passiert. Da habe ich schmunzeln müssen. Also ein Kritikpunkt an Honda und das würde ich für gut befinden, wenn man das beleuchtet. Ja? Das ist ja ein Reisemotorrad, man fährt bei jeder Tages- und Nachtzeit, so soll es sein, dann muss es beleuchtet sein. Machen wir kurz einen Blick in den Wartungsplan der Africa Twin. Welche Intervalle gibt Honda für die markanten Punkte eigentlich vor? Nach den ersten 1000 Kilometer werden Motoröl, Motorölfilter und Kupplungsölfilter getauscht. Ja, das ist eigentlich üblich. In weiterer Folge werden alle 12.000 Kilometer das Motoröl getauscht. Also ich tausche auch immer den Ölfilter, weil das ist schon wurscht. Alle 24.000 Kilometer werden Motoröl, Motorölfilter und Kupplungsölfilter getauscht, sowie das Ventilspiel überprüft. Bei meiner Africa Twin haben wir zum Beispiel bei 25.500 km das Ventilspiel geprüft und alle Ventile waren in vorgegebener Toleranz. Trotzdem haben wir zwei Auslaufventile optimiert. Die genauen Maße vom Messprotokoll findest du in meiner Videobeschreibung. Die Luftfilter, es sind zwei, werden alle 16.000 km getauscht. Die Bremsflüssigkeit gehört spätestens nach 2 Jahren getauscht, die Flüssigkeit des Kühlers alle 3 Jahre. Bei den Bremsen habe ich bei 25.500 km nur vorne neue Belege rein und sonst ist noch alles Erstausstattung. Ein Klassiker beim Servicieren ist bekanntlich der Kettenantriebssatz. Ich kann nur sagen, dass an meiner Africa Twin die Originale noch super ausschaut und seinen Dienst tut. Thank you.
ich bin ja eigentlich ein reiner Straßenfahrer immer noch. Ich meine, warum kaufe ich mir da Afgardwin? Ich meine, das ist ja eigentlich für alle Wege so geschaffen. Und ich fahre auch Schotterstraßen so ein bisschen, aber halt eher noch wenig. Ich hoffe, es wird mehr. Und deswegen auch meine Bereifung. Also grundausgestattet war meine mit dem Metzler Caro Street. Und dann bin ich umgestiegen auf den Conti. Continental Trailedeck 3. Also ich habe in dieser Straßenreifen, ja, 90-10er und manche sagen sogar so 95-5er, ja, dieser Conti. Und ich habe mir den Reifen wirklich verliebt. Mittlerweile die dritte Garnitur drauf, ja, genau bei Kilometer, das schreibe ich dann in die Videobeschreibung rein. Und nur wer Erlebnis gehabt, heuer im Sommer, sagen wir so, man kann es ruhig sagen. Die erste Garnitur konnte hat gehalten 7000 Kilometer, die zweite Garnitur hat gehalten 8000 Kilometer. Und heuer im Sommer, nach der Kilometerleistung wie in Italien, wo man dachte, das geht sich leicht aus von den Kilometern. Nur, was für ein Schreck, bei 4000 Kilometern war der Vorderreifen gar. Da war er weit unter dem Limit, dem gesetzlichen Limit. Das heißt, ich habe einen Vorderreifen gebraucht, der Hinterreifen war noch okay. Und es war gar nicht so leicht, einen Reifen in der kurzen Zeit aufzutreiben. Geworden ist dann, den habe ich jetzt noch drauf, den Pirelli Trail 2. Pirelli Scorpion Trail 2 heißt er. Und ich muss sagen, es ist ein riesen Unterschied zum Conti. Er fährt super auf der Straße, Grip, alles schwer in Ordnung. Nur das Handling war gleich, nur beim Wegfahren schon von der Werkstatt, das war ein ganz anderes Handling. Der ist in dem Maß, dass der mehr Masse hat, schwerer ist der Reifen, durch mehr rotierende Massenbewegungen sind, deswegen ist es stabiler. Das heißt aber auch, ich brauche mehr Lenkimpulse. Und ich bin schon gespannt, weil ich dann wieder einen Conti vormontiert, ob das dann in die andere Richtung mir das gleiche Feedback gibt. Wer meine Videos kennt, ich bin niemand, der was mit Koffersystemen fährt. Ich bin immer, das geht sich immer noch aus, von Packmaß reicht mir das. Bis jetzt, sagen wir so, see nobody know. Ich habe immer eine Gepäckrolle. Die hat so teilweise bis zu 15 Kilo. Und da gibt es, das ist jetzt so, mit der Gepäckrolle fahre in eine Ortschaft rein oder vor der Ortschaft. Man darf nur 50 fahren in den meisten Ortschaften. Und man lässt den Lenker aus, wegen welchem Grund auch immer. Dann habe ich einen Lenker schlagen. So, so gaukel ich das. Ja. Und das reicht, weil nur mit einem Finger ist sofort weg. Und da ist mir aufgefallen, mit Scorpion Trail 2 ist es viel weniger. Wie gesagt, ich glaube, dass der schwere ist, der Reifen, mehr rundierende Massen, dass er da mehr Stabilität gibt, wie der Conti. Und über die Kilometerleistung kann ich von Scorpion noch nichts sagen. Ausgestattet ist meine Honda Afgardwin Adventure Sports. Die Grundausstattung von der Adventure Sports ist ja schon sehr hoch. Du hast schlauchlose Reifen. Du hast verstellbares Windschild, das ist auch ein Manko. Man braucht zwei Hände. Ah, schau, wie das, wenn man es verstellen kann. Das sind, ich glaube, 42 mm in der Höhe verstellbar auf fünf Positionen. Ja. Ob der Tempomat jetzt so glücklich ist mit der Einstellung im Knopf, das ist eine Gewohnheitssache. Sie hat einen Tempomat. Griffheizung, also wie gesagt, die Idee ist voll ausgestattet. Was ist ein extra? Extra sind die Original Honda Sturzbügel. Das war es glaube ich schon, ja. Der Original Honda Tankrucksack. Ein anderes Windschild habe ich schon gesagt, das ist nicht von Honda. Ja, groß und Ganzen ist sonst Serie. Zum elektronischen Fahrwerk möchte ich auch noch ein paar meine persönlichen Worte sagen. Es ist wirklich ein Luxus. Wenn ich da wirklich mal in einer Nebenstraße, in einem Feldweg vor einem schlechten Asphalt, kann ich neben während der Fahrt einfach das Setting ändern. Ja? Das ist super. Ich habe 6 Settings, wobei ich 2 Benutzer habe und 4 fixe Settings. Und ich habe meine 2 Benutzer so gewählt, Benutzer 1, der ist abgeleitet von Tour-Mode, nur meine Fahrwerkseinstellung etwas straffer. Ich habe mit der vollen Montur 110 Kilo und
da kommt es schon oft vor, dass ich mit den Fußrosten am Asphalt schleife. Ja? Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass ich auf Gepäck Einstellung mache. Dann wird es hinten ein wenig höher, kommt es höher raus, wird es straffer und dann straffe ich schon viel weniger oft am Asphalt mit den Fußrosten. Und von denen abgeleitet habe ich dann meine Benutzeroberfläche, meine Benutzereinstellungen korrigiert und da bin ich immer noch am Arbeit, muss ich sagen. Ja. Also ich habe es gerne eigentlich straffer. Fuhren das Eintauchen, wie gesagt, das ist meine erste Reise-Enduro. Ich finde das Fahrwerk wirklich schwer in Ordnung. Schwer in Ordnung. Ja. Muss ich mal ausprobieren, wenn ich weiter weg bin. Ja. Und wir können noch viel. Wart gar Handy. Ich möchte was quatschen. Ja Leute, damit wir auch zum Ende kommen des heutigen Videos. Ich freue mich natürlich um einen Daumen hoch, um ein Abo und vor allem um Kommentare. Tauscht euch aus, nutzt die Plattform von diesem Video, euch auszutauschen untereinander, weil ich lese jedes Kommentar, so viel sind sie ja leider Gottes noch nicht. Und eure Erfahrungen mit der Africa Twin, mit vielleicht Vorgänger, Vergleiche mit so einem anderen Modell, zu einem anderen Fabrikat, würde mich freuen, wenn ich was von euch lesen würde. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Andreas Christina. Der hat ebenfalls einen YouTube-Kanal, so wie ich, und der ist auch heute verantwortlich für diesen tollen Drohnenaufnahmen. Also, auch bei Andreas Christina abonnieren, Kommentar da lassen, der hat auch eine Riesenfreude. In diesem Sinne, Gruß Schule. Andi, glaube ich, los! Ich will keine Aufnahme, ich kann es dann auch vielleicht einbringen. Ja. Mein Fazit, grob gesagt, ich bin wunschlos glücklich mit dem Motorrad, wirklich. Man muss sagen, ich habe das Motorrad nicht Probe gefahren, einfach aus dem Prospekt raus. Die Africa Twin ist meine erste Enduro, was ich eigentlich jetzt besitze, ja, habe noch keine vorher besessen. Ist eigentlich mein viertes Motorrad. Vorher gehabt eine ganz kurz so eine Honda FMX, eine KTM SMC 660 und auch vorher und da habe ich immer noch eine MT09 und das war meine erste große Enduro, wie man sagt. Ja. Und ich habe die nicht Probe gefahren. Man kann wirklich sagen, ich habe es aus dem Prospekt heraus gekauft. Probe gesessen bin ich schon. Ja. Und ist es ein Risiko, ist keines, ich weiß es nicht. Für mich ist es super ergeben. Das ist Arsch. Eins so. Servus Leute. Passt. Servus. Leute, der Grund dieses Videos ist heute, dass ich mit meiner Honda Africa Twin CF 1100L Adventure Sports mit DCT, mit elektronischem Fahrwerk die 30.000 Kilometer Schallmauer geknackt habe. Und ich wollte ein wenig so ein Fazit ziehen, ja, darüber, gemeinsam mit euch. Wie gesagt, schreibt es in den Kommentaren, was ihr selber für Erfahrungen gemacht habt. Ja. Habt ihr mit eurer Africa Twin oder ob ihr vorgehabt habt, euch einmal eine zu kaufen. Ist vielleicht interessant, was ich jetzt erzähle heute. Oder eben, welche Erfahrungen ihr schon gemacht habt. Ja. Das ist sowas von schlecht, das Bock. Nein, das ist gut gewesen. Macht dann einen harten Cut jetzt. Ja, dann blende was ein. Ich halt einfach einblenden während der Tritt. Nee, dann fällt's. Ja, mach eh. Nein, war gut. Warte mal, ich hab voll kein Konzept. Du fangst jetzt ganz einfach an. Wollte eh. Wie du das gelegt hast. Ja. Ja. Die ersten Erfahrungen, was du gemacht hast. Ja. Und so weiter. Dann meine Erfahrung mit der Afro. Ja. So. Servus! Leute, heute möchte ich mit euch meine Erfahrung mit meiner Africa Twin teilen. Ihr kennt sie alle. Honda Africa Twin CF 1100L Adventure Sports, dem einen dicken fetten Dank, mit DCT, mit elektronischem Fahrwerk.
Und meine Erfahrungen damit möchte ich heute mit einem. Das kann ich nicht bringen, das habe ich gerade gesagt. Nein, die 30.000 Kilometer hat es vergeben. Ja, ja. Das ist der Grund, warum du dieses Video machst. Passt. Dann, dass du die 30.000 Kilometer erscheinst. So schöne Bahn, gell? Ja. Servus! Leute, der Grund dieses Videos heute ist, mit meiner Honda Africa Twin, also halt noch rausbringen, habe ich die 30.000 Kilometer Schallmauer überschritten. Mit einer Honda denkt jeder, ja, eh kein Problem, aber so war es auch. Nein, das bringe ich so nicht, Alter. Voll geschissen, Alter.